Ei Gude und herzlich willkommen zu Weihnachtsgrüßen der besonderen Art. Heute featuring Dacker. Dacker! Und Mischka! Ganz genau. Ja, ein sehr rollenspielreiches Jahr 2020 liegt hinter uns, was natürlich auch sonst nicht andere schlechten Seiten hatten, aber wir haben uns wenigstens grundlegend versucht, uns mit Rollenspiel zu versüßen. Und ja, da war der Herr mit dem Huhn auf dem Kopf maßgeblich mit beteiligt. Bugar. Ja, als erstes mal danke an die ganzen lieben Menschen, die für uns geleitet haben dieses Jahr. Nicht alle on-air, aber zumindest größtenteils. Unter anderem Dackers Herrchen, der Black Suicide, hat auch eine Runde geleitet. Hab ich? Ja, hast du. Steht bei mir so im Spielplan drin. Ich kann gleich nochmal nachgucken, welches. Auf jeden Fall Hotney und Yamera. Der Elende. Hotney und Yamera, vielen Dank an Koali. Besonderes Highlight für mich war die Labyrinth Lord Runde mit Moritz Melem. Mit dem habe ich das erste Mal gespielt dieses Jahr. MLB Rookie, Nerd Navigator haben wir, glaube ich, dieses Jahr kennengelernt. Und ja, da ist eine coole Freundschaft draus entstanden. Vielen Dank dafür. Der lieben Nerdvater Martin, Retch natürlich. Der zylindrigste SL des 40k-Universums, der uns schon seit vielen Jahren einfach eine schöne Zeit beschert. Seri, Sonja, Xayat, was auch eine Off-Air-Runde war, und Züdi. Ja, ich will nicht sagen, Dacker hat in allen Runden für ordentlich Trouble gesorgt, aber ja, ich behaupte einfach mal platt, wir hatten viel Spaß zusammen. Das hatten wir wohl. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass du da draußen viel Spaß mit uns dieses Jahr hattest, denn in Summe haben wir euch 636 Stunden Rollenspiel beschert, was mein Ziel quasi erreicht hat, denn letztes Jahr waren es 632 und ich wollte mehr spielen als letztes Jahr. Also danke, Dacker, dass du mitgeholfen hast, dass wir das erreicht haben. Ja, und das nächste Mal schaffen wir 666. Aber das sagen wir nicht im Weihnachtsvideo, dass wir 606... Wieso ist denn Kopf Schnapszahl? Scheiß drauf! Okay, ich verstehe schon, Dacker, ich verstehe schon, ja. Und danach die 669, wenn ihr wisst, was ich meine. Immer diese Goblins, es ist schlimm. Ja, Ohrenkraulen, ist klar. Ja. Ich hoffe, wir haben euch damit ein Jahr lang währendes Mitweihnachtsgeschenk gemacht und euch die Zeit im Homeoffice oder abends zu Hause, wenn ihr nicht gerade Netflixen wolltet, ein bisschen versüßt. Und ja, das Gleiche haben wir auch wieder für 2021 vor, natürlich genauso mit Dacker und Huhn. Ja, Dacker muss abnicken, ist klar. Ist ja der Goblin-König. Ja, vielleicht finden wir noch ein paar andere Dackertastische Sachen. Dackertastisch. Die Welt von Starfinder ist noch nicht genug erkundet. Es gibt noch andere Gobos und Monster, die es zu erkunden gibt. Wieso habe ich gerade irgendwie Dacker im Kopf reitend auf irgendeinem Greif oder so, der dann auch Gork macht und sich als König der Welt ausruft. Ich dachte jetzt eher dran, dass der Baum in seinem Labor ein Schreckenshuhn groß genug mutieren lässt, auf dem Dacker reiten kann. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Müssen wir wohl. Ja, Dacker. Wie wünschen sich denn Goblins Weihnachten? Kennen die sowas überhaupt oder haben die ein anderes Fest? Also wir haben eine ähnliche Melodie für quasi einen der Weihnachtslieder. Aber das geht eher darum, dass wir die Scheune anzünden. Ja, ist auch ein Freudenfeuer. Ja, genau. Achso. Goblins block the doors, which sticks to better keep. In those that they kicks, the light they blessed they stole,
When with cleared light, sing a song and storm. Your feet wait till your fire eats with gathered eyes and dawn. Find a cooked meat, find a cooked meat, find a cooked inside. So geht's ungefähr. Ich sehe schon, der Goblin-Humor zieht sich überall durch. Aber so soll's ja auch sein. Ja, gut. Was bleibt uns noch zu sagen? Auf jeden Fall danke für euch, für unglaublich viele Kommentare, unglaublich viele Ermutigungen. Ah ja, bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank an meine oder unsere Sprecher von der Harry Potter Fanfiction, wo Duckers Chef auch ein paar Rollen mit übernommen hat. Zum Beispiel den guten Wobbel, der ziemlich schwer zu sprechen war, habe ich mir sagen lassen. Ja, wisst ihr, das gehört einfach Übung dazu, aber auch den brummeligen Hagrid zum Beispiel, ja. Und ja, das geht auch nächstes Jahr wieder weiter, beziehungsweise um genau zu sein, die nächsten 8 Jahre, jeden Sonntag eine Hörbuchfolge. Das ist ein größeres Projekt, aber habe ich ja alles schon mal erwähnt. Wenn ihr es genauer wissen wollt, guckt euch den Jahresrückblick vom letzten Jahr an, da habe ich die ganzen Zahlen veröffentlicht, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, ansonsten, ob du jetzt Abonnent bist, gelegentlicher Zuschauer, neu dazugekommen, das Rollenspiel-Hobby gerade erst entdeckt hast, wie auch immer. Ich wünsche dir ein wunderschönes, oder wir wünschen dir ein wunderschönes Rest 2020, ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche mir von diesem Weihnachtsfest, dass diese besagte Besinnlichkeit, die ja immer dann zusammen mit Weihnachten als Wort fällt, dieses Jahr einen besonderen Stellenwert bekommt, genauso wie Familie und Zusammenhalt, denn das war, glaube ich, eine sehr große Stütze 2020, aber auch die Stütze von netten Leuten mit netten Kommentaren, nette Freunde, die mit einem spielen und einfach Spaß im Leben bereiten. Und ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall fürs Weihnachtsfest und auch fürs nächste Jahr. Was wünscht denn Dacker seinen Lieben, wenn er denen was wünscht? Okay, also es gibt 2 Versionen von Dacker. Der eine sagt, pass mal auf, ich wünsche euch fürs nächste Jahr größere, mehr Knarren, die bei weitem mehr Dacker-Dacker machen. Damit wir mit den neuen Knarren das alte Jahr so richtig schön abschießen können. Und wenn ihr dann neue Knarren habt, also wenn ihr das nicht habt, dann gibt's ja noch die magische Seite. Lernt neue Kräfte und geht dafür in euch. Ja, es hilft ganz bestimmt. Und außerdem wünschen wir, oder wir sollten uns neue Sachen für die Zukunft wünschen, dass die da so besser gelenkt wird. Und jetzt habe ich ja das letzte Mal gelernt, dass der Gobbo-König Gobbos braucht zu untertan haben. Also muss ich jetzt all meine anderen Gobbo-Kollegen, die verstorben sind, und unsere Haustiere gedenken. Weil das gehört dazu. Nicht den Hunden und nicht den Pferden. Nicht den Hunden, nicht den Pferden. Die sind irre. Den Katzen vielleicht. Die haben Krallen, sind flauschig. Und den Hühnern. Ja, und dann denkt dran, irgendwann geht die Desperados-Plage vorbei. Und dann gibt's ein fröhlicheres Jahr. Ja, dunkle Zeiten ziehen vorüber, die Sonne kommt. So was Ähnliches wird der Baum auch sagen. Ja, wie könnte man sonst so ein Video besser abschließen als mit den philosophischen Worten von Dacker? Dir da draußen danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns sicher irgendwann im nächsten Stream. Bis dann. Ciao. Dackertastische gute Nacht.